Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick an einem Sonntag. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe gestern gemeinsam mit Carsten Pötter ein sehr philosophisches Gespräch gehabt. Ich empfehle es auch ein bisschen als Vorbereitung oder Nachbereitung zu dem Blick hier, denn das wird jetzt in Verbindung zueinander stehen. Ja, wie immer finde ich ja dann sehr spannend die Kommentare, wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass die meisten, die das, was wir da machen, in der Tiefe erreicht, die Stillen sind, die gar nichts kommentieren oder hier und da vielleicht mal eine Mail schreiben oder so, also dass es nicht die Lautstarken sind. Dann gibt es natürlich immer die, das ist besonders lustig, weil in dem Gespräch gestern oder überhaupt in meinen letzten Videos oder auch Gesprächen mit Marc und Michael geht es immer mehr darum, wie sehr ich erkenne, dass es darum geht, die Welt da draußen für uns zu verabschieden, sie abzulösen, unser inneres Wunder, unseren inneren Reichtum immer mehr auszudehnen und uns damit zu erfüllen und so die Welt da draußen abzulösen, zu entmanteln, zu entzaubern. Und natürlich sind dann ganz viele Kommentare in die Richtung, die versuchen, das Ganze wieder in die Welt hineinzupressen. Also unser Gespräch oder meinen Blick in die Welt hineinzupressen. Das heißt also, etwas sehr Großes dann in eine Flasche zurückzupressen. Und je nachdem, wie intelligent oder gehaltvoll oder respektvoll oder so das dann gemacht wird, lasse ich es entweder stehen oder lösche es einfach raus. Weil es geht mir ja nicht darum, jetzt hier Videos zu machen, die den Blick erweitern, um die Welt zu entmystifizieren und zu entzaubern und dann unten die Bestrebungen zu haben, das wieder genau in diesen enge Flasche zurückzupressen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich oft betone und ich sage es wieder, das hier ist kein ZDF-Talk oder sonst irgendetwas in die Richtung. Es ist auch kein Kino, wo man ein Ticket löst an der Kasse und sich dann irgendeine Dienstleistung erwartet. Das heißt, ich bin auch kein Go-Go-Girl, dem man dann hier und da vielleicht irgendwas hier zusteckt und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne bitte mehr Busen oder mehr Po oder weniger Worte oder sonst irgendwas oder wie hieß es dann, mehr Weich. Ich hätte mir von Katharine mehr Weichheit und mehr Weisheit gewünscht. Ja, wünschen kann man sich viel, ja, aber nur nicht hier. Hier ist kein Wunschprogramm. Ich bin kein Go-Go-Girl, das auf Befehl tanzt oder auf Anfrage oder auf Wunsch. Ich habe so viel Weisheit, wie ich in dem Moment habe. Es ist immer nur der Irrtum letzter Stand. Also von daher, die Weisheit von heute ist der Irrtum von morgen. Die Weisheit, die ich habe, versuche ich hier in Worte zu fassen. Und wie viel Weichheit, das ist der Situation angemessen. Manchmal erfordert es, das passe ich der jeweiligen Situation an. Ich habe diese Blicke, oder ich habe überhaupt begonnen, mein Gesicht vor die Kamera hier zu positionieren, mich hier zu positionieren unter einer Prämisse, nämlich die, dass ich immer hundertprozentig hinter mir stehe und mich nichts aussetze. Das ist etwas, das würde ich euch raten, das auch zu eurer Prämisse zu machen. Unser Dasein in der Welt ist im Moment vor allem, aber also oder noch mehr als sonst, herausfordernd genug. Wir sind ständig Angriffen ausgesetzt, wir sind exponiert. Das hat Alexander Wagant mal sehr schön auch beschrieben, indem wir uns schwächen, können wir dieser Welt nicht mehr begegnen. Das heißt also, jeder Versuch, mich zu schwächen, und eine Kritik ist auch ein Versuch zu schwächen, prallt an mir ab, weil das nicht hilfreich ist. Ich lösche das unten einfach. Eine Anregung ist vielleicht eine andere Geschichte, aber dann ist es an mir freiwillig, ob ich die Anregung annehme oder nicht. Aber
Ich bin da sehr, sehr rigoros. Ich stehe zu mir hundertprozentig und ich entscheide. Ich bin der Navigator auf meinem Schiff und dieser Kanal ist mein Schiff oder ein Teil meines Schiffes und dementsprechend entscheide ich. Und das würde ich euch auch so raten und ich halte das übrigens auch mit meinen Gästen so, wenn dann jemand meine Gäste beleidigt, wie das jetzt auch in den Kommentaren war, ja, lösche ich einfach raus. Ganz klar. So, und das würde ich euch empfehlen. Ich weiß, es ist nicht das, was wir, wie die Welt uns sagt, dass wir zu agieren haben. In der Political Correctness müssen wir kritikfähig sein und so weiter. Das wisst ihr alles. Ich brauche nicht alte Schmonzetten wieder aufwärmen. Da hinten geht der Gypsy, seht ihr? Dem geht das auch am sonstwo vorbei, Kritik oder nicht. Er ist einfach. Er ist König, König meines Gartens, König des Urwalds. Ja, das Gespräch mit Carsten Pötter. Ich finde das sehr, sehr anregend. Irgendjemand hat gemeint, von wegen, das wäre arrogant gewesen, die Aussage über Philosophen oder so. Wieder nichts verstanden. Ich bin froh, dass ich einmal einen Gesprächspartner habe, der sich mit diesen Themen beschäftigt und auch auskennt, weil nur so kann ein fruchtbares Gespräch entstehen. Ich denke, diese Scheu, die wir haben, dass wir denken, diese alten Meister, ich weiß ja gar nicht, ob sie alt sind oder wie alt sie sind, diese großen Denker wären zu schwierig für uns oder so. Ich glaube, das ist Teil dieser ganzen Agenda. Ich kann euch nur eines sagen: Begebt euch selber auf die Suche. Bei mir ist das so, ich habe ein Thema in mir und dann gehe ich auf die Suche. Und ganz normal Wikipedia gibt ganz viel Auskunft. Auch was dann falsch drin steht, gibt Auskunft. Das heißt, man kann wirklich recherchieren. Für mich ist es immer so, etwas reift in mir als Gedanke oder als Erkenntnis, besser gesagt. Etwas, was ich ohnehin lebe, reift als Erkenntnis und indem es als Erkenntnis reift, fallen mir dann nach dem Prinzip der Resonanz dann auch die großen Denker und Philosophen zu, die das dann in Worte gefasst haben oder in andere Worte, in ihre Worte gefasst haben. Oder ich begebe mich aktiv auf die Suche und das würde ich euch nur empfehlen. Also hier wird nichts jetzt mundgerecht serviert, ne? Also ich meine, es ist ja eine lustige Geschichte, ist das immer dann, wenn ich bei meinem Gesprächspartner abbiege, weil ich da nicht hin möchte und das entscheide einfach ich, wo ich hin möchte und wo nicht, das ist ja auch meine Sendung. Da kommt dann immer, oh, das hätte mich aber schon interessiert. Ich hätte gerne mehr über die Borreliose gewusst. Oder, oh, das, was Carsten da jetzt über den Ekel und so, das hätte mich total, also sie wollen es serviert bekommen. Ne? Das ist ein sehr kindliches Gebären, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass wir es dann auch noch so serviert bekommen. Wir regen hier ziemlich viel an, denke ich. Oder ich rege an und andere regen mit mir an. Und dann könnt ihr euch selber auf die Suche begeben, wenn ihr über etwas mehr wissen wollt. Nichts kann hier vollständig serviert werden. Es kann nur anregen. So wie zum Beispiel die erste Sendung, die ich mit Carsten gemacht habe über das Antoniusfeuer. Ich empfehle euch wirklich zu recherchieren, welche Verbindung es gibt mit den Hexenverbrennungen auch von Salem. Das ist besonders gut dokumentiert, genau, da gibt es ein Buch von einer Amerikanerin, glaube ich, darüber, was das mit dem Antoniusfeuer auf sich hat. Ne? Wie die Frauen, die dieses Mutterkorn, bezeichnet der Name Mutterkorn, was mit der Frau, mit der Mutter, mit dem Leben zu tun hat, ne? Wie die unter dem Einfluss von diesem halluzinogenen Pilz Wahnvorstellungen hatten und wie innerlich zerfressen, innerlich vom Feuer verbrannt, eine Qual durchlebt haben, die unendlich ist, ne? Also die gar nicht vorstellbar ist. Ja, bei der Gelegenheit empfehle ich zum Beispiel auch die letzte Sendung von Die Zuversicht vom Flo. Die gestohlene Geschichte Teil 3, ich gebe es als Link drunter und das ist auch bei mir bei Telegram und Facebook und Twitter und so weiter, werde ich es noch dazu geben. Da geht es in den meisten Fällen der Dokumentation geht es um Gebäude, um die Weltausstellungen und im letzten Teil, das ist dann besonders spannend, geht er auf Momo ein, auf Michael Ende und auch auf die Irrenhäuser, die alle in derselben Zeit entstanden sind. Bezeichnenderweise kaum hatte Freud das Irre erkannt, gab es auch schon die Irrenhäuser, wo man dann die Menschen weggesperrt hat. Ich denke, das bringt mich jetzt hin zu dem,
was ich hier als Thema heute machen möchte. Ich hatte es in der Sendung mit dem Carsten schon angedeutet, aber ich möchte es ein bisschen mehr in die Tiefe führen. Und zwar die kausale, wir leben in einer Welt, wo wir von Ursache und Wirkung leben. Und ich erkenne immer mehr, dass es umgedreht ist. Es ist tatsächlich alles umgedreht. Und wie sehr es verdreht ist, das können wir, ja, wir können es mit unserem Verstand, können wir das gar nicht ermessen, weil da war ein Zitat von Wittgenstein, den ich ja sehr, sehr liebe, das ist unser österreichischer Philosoph, der hatte das, Moment, wo war das mit dem Verstand? Entschuldigt, jetzt suche ich das mal, weil das hat mir sehr gut gefallen. Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist und geschieht alles, wie es geschieht. Es gibt in ihr keinen Wert. Und gäbe es einen, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Also das heißt, er bestätigt damit, dass das, was ich immer mehr einfach für mich erkenne, nämlich, dass die gesamte Welt sozusagen wirklich ein Trugschluss ist oder eine Verhexung ist. Und die Verhexung ist im Verstand. Das hat Wittgenstein auch gesagt. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. Das heißt, indem wir etwas benennen, durchdringen wir es, schaffen Klarheit und können es dadurch entschlüsseln. Dekodieren, wie ich in der Sendung mit Franz Hörmann es genannt habe. Denn so wie jedes Bild ein Modell der Wirklichkeit ist, so haben wir in unserem Verstand das Abbild der Welt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist vorher da? Die Henne oder das Ei? Wittgenstein hat auch gesagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und der Fall ist natürlich doppeldeutig, weil das ist ja auch der Fall aus dem Paradies. Und das hatten wir mit Carsten Pötter auch sehr stark thematisiert, dass die Welt im Grunde genommen das ist, woran wir uns abarbeiten, um wieder zurück ins Paradies zu kommen. Und das ist ein komplett individueller Prozess. Das kann man nicht im Kollektiv. Das heißt, es geht darum, diese Welt zu entzaubern, zu dekodieren, sie zu erkennen und dadurch, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, wo ich mit dem Carsten auch wo ich ihn gestoppt habe. Ich weiß, es war das Platon-Höhlengleichnis. Und ja, okay, weil es wird, ich meine, Professor Franz Hörmann hat es in unserer letzten Sendung auch erzählt, also es kommt fast überall vor und ich hatte einfach keine Lust, die wertvolle Sendezeit dafür zu verwenden. Ja, im Grunde genommen geht es darum, ich will jetzt mal das aufzeichnen, ich mag ja immer gerne, also wenn das wir sind und hier nehmen wir an, gibt es ein Areal im Großhirn, das wir Verstand nennen, ja, also im Lappen da in den Zweiten. Also hier wäre das Mittelhirn, hier wäre das limbische System, das sind die Bilder, die Emotionen, ne? Also alles, was in Bildern ist, also noch nicht sprachlich ausgedrückt. Und hier ist der Verstand und wie wir wissen, der Verstand muss es schon irgendwie in die Logik, also in die Sprache gekleidet haben, sonst kann er es ja nicht verstehen. So, und worum es jetzt ging im Gespräch mit Carsten, war, dass er sagt, okay, hier sind wir, hier ist die Welt. Nehmen wir sie durchaus mal als zwei gleich große an, ja? Damit man das so richtig sieht. Die Dualität ist die Grenze, und da sind wir eben auch wieder bei Wittgenstein, die Grenze, also hier, dadurch entsteht Dualität, indem, also die Dualität hat mit der Welt zu tun. In der Welt ist alles dual. Und es ist gleichzeitig dual zu uns. Also das ist nicht wirklich vereinbar mit uns. Oder das daran arbeiten wir uns unser Leben lang ab, dass die Welt... So, und jetzt ist der springende Punkt. Die Welt...
dringt in unseren Verstand ein, wie der Carsten ganz richtig sagt, wenn wir keinen, wenn wir hier in unserem Sehen, in unserem Auge, in unserem inneren Sehrezeptor, wenn wir keine Rezeptoren in uns haben, das ist mal wieder bei Euklid, ne, mit den, das innere Bild, wenn wir hier keinen Rezeptor haben, dann hat die Welt keine Chance, in uns, also durch uns, durch unser Auge reflektiert zu werden. Also nur das, wo wir ein was wir sozusagen als Bild in uns haben, können wir erkennen. So, jetzt gibt es ja die, die sagen, oh, die Welt ist nur ein Abbild von dem, was wir hier drin erschaffen. Und die anderen sagen umgekehrt. Und ich meine, es ist gefinkelter, weil wir nicht wissen können, was alles die Welt in uns hinein projiziert hat, wodurch wir glauben, es ist in uns, was wir wiederum nach draußen spiegeln. Also sprich, wir haben eine Wechselwirkung, wo wir nicht genau wissen, in welche Richtung geht es. Und da ist jetzt wieder das Antoniusfeuer oder die Mutterkornvergiftung das beste Beispiel, weil mit so einem Halluzinogen du implantierst im menschlichen Körper eine Substanz, ein Pilz, was Bilder erzeugt, und diese Bilder projiziert dann derjenige nach außen, sprich diese Frauen waren in Wahnvorstellungen und haben gedacht, sie sehen Monster oder werden vergewaltigt oder so. Und jetzt, und da sind wir bei den psychischen Irrenanstalten, also bei den Irrenanstalten, weil was ist zuerst da? Reagierst du auf das, was ich in dich hinein projiziert, hinein implementiert wurde, oder kommt es aus dir heraus? So, das ist eine wesentliche Frage, und hier hatte ich mich darauf bezogen, dass diese Lehre von Zarathustra, also das ist wäre jetzt eine eigene Sendung und da müsste ich auch noch mehr in die Tiefe gehen. Ich meine, Nietzsche hat natürlich geschrieben, also sprach Zarathustra, und diese Zarathustra-Lehren kommen aus Persien und so weiter, also die sind im Fernen. Die sind jetzt nicht unbedingt in unserer Kultur so, aber ich habe ja gesprochen über die Katharer oder Albigenser, ja, und ich nenne sie so, irgendjemand hat wieder gescheit geschrieben, ich soll sie doch so und so nennen, nein, dann weiß keiner, wovon ich rede, ich nenne sie jetzt einfach Albigenser oder Katharer oder Urchristen, es ist wurscht, Katharer kommt vom Wort rein, und ich weiß, dass die sich nicht so genannt haben, aber wir nennen sie nun mal so, also benenne ich sie auch so. Die haben quasi hier den Schnitt gemacht und haben gesagt, die Dualität heißt, die Dualität war für die Urchristen, dass sie gesagt haben, das ist Satan, also die Welt ist gleich Satan. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, ja. Die Welt ist gleich Satan, und die Welt ist nicht Teil des menschlichen Universums. So, das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht. Das heißt also, für sie war der Schnitt hier, die Dualität, das ist ein duales Weltbild im Sinne von, dass das hier nicht gleich das ist. So, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Das heißt, sie sind quasi davon ausgegangen, sobald du das in dich hineinnimmst, sobald du den Konflikt in dich hineinnimmst, hast du die ganze Dualität hier in dir, hast du den also Dualität ist gleich Zwiespalt, also jetzt, darüber habe ich ja viele Sendungen gemacht, da könnt ihr euch auch Armin Risi dazu anschauen. Also Dualität ist zwei, gespalten, Zwiespalt, also das Zweifel, das geht alles in die duale Welt. Das heißt also so quasi, wenn du dir den Satan hineinholst, dann hast du ihn in dir drinnen und dann hast du das Problem in dir, und wir sind jetzt so weit, dass wir glauben, das sind wir. Der Mensch hat sich heute damit identifiziert, ne, dass er sagt, okay, der Mensch ist böse, ne, die Darwin'sche Evolutionstheorie, und er ist permanent notgeil, das ist Freud und so weiter und was weiß ich nicht noch alles. Ne. Also wir haben jetzt den ganzen Mist in uns, und wenn ihr euch erinnert, ne, dann sage ich ja ganz oft, ja, okay, ich hole es mir erst gar nicht rein. Das heißt, ich habe es da wie die Katharer. Ich habe es mit der Purität, alles worauf ich keinen Bock habe, hole ich mir nicht rein. Und das ist übrigens der Punkt, warum ich dann abgebogen habe bei dem, also erstens, ich werde nicht gerne zwangstherapiert, das mag ich nicht. Das heißt, das war der Punkt, wo ich, unbequem wurde, genau, weil ich einfach nicht jetzt in dem Gespräch mit Carsten, ich will nicht, dass mich jemand therapiert, und schon gar nicht, also die einzige, ich bin die einzige Steuerfrau auf meinem Boot, und ich entscheide, wie der Kurs ist. Das heißt auch, ich gehe mit meinem Ekel so lange, wie ich ihn brauche oder wie er mir hilfreich ist, um die Not zu wenden, so lange wie er notwendig ist, wird der Ekel da sein. Es ist nicht nur Ekel, es ist auch
Abscheu. Ja, es ist auch Abscheu. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich war gestern im Supermarkt und wir haben ja hier bei uns jetzt irgendwie wieder Verschärfung. Du weißt also nie, was kommt wieder auf dich zu. Und ich war ohnehin schon so fett ab. Ich benutze jetzt bewusst das englische Wort fett ab, weil ich war randvoll. Es stand mir schon wieder hier und ich hatte keine Lust auf irgendeine Auseinandersetzung. Und ich habe mir auf meinen Wagen die Maskenbefreiung ganz vorne, also ich meine, gerade dass ich, wisst ihr, ich wollte es nicht hier haben, weil das hätte mich zu sehr irgendwie an eindeutige Bilder aus den 38er oder 40er Jahren erinnert. Also habe ich es einfach in meinem Einkaufswagen sichtbar hin, die Maskenbefreiung, und bin damit herum, weil ich wollte nicht, dass mich irgendjemand anquatscht. Und hätte mich jemand angequatscht, dann hätte er sicherlich, wäre es ihm nicht gut ergangen. So. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie ich eine wirklich tiefe Abscheu habe, in dem Moment gegen diese ganzen Menschen. Diese Menschen, mit denen ich nichts gemein habe, wo ich mich frage, was mache ich hier mit diesen Affen? Und jetzt wird's, oh ja, jetzt sage ich bewusst mal Affen, weil die Frage ist ja, was war zuerst da? Ich habe davon gesprochen, dass wir Ursache und Wirkung vertauschen, dass wir... Nietzsche hat das auch gesagt, aber ich habe es jetzt gerade nicht. Aber egal, irgendwann mal werde ich einen ganzen Vortrag dann darüber machen. Ich habe es, glaube ich, in einem Gespräch mit Carsten erwähnt, dass das Ende im Anfang, also es geht immer darum, dass das Ende der Anfang ist. Es wird vertauscht. Es wird das, was in uns wird weiß gemacht, oder ist eine ganz, ganz schreckliche Pandemie, die natürlich in Wirklichkeit eine Plandemie ist, und weil die da ist, deswegen wird dann das, kommt das in der Folge, kommt das in der Folge. Und wenn ich heute mir irgendwelche YouTube anschaue, ich kann schon nicht mal mehr bei uns die ganzen Gerald Groß und Kickl, ich kann es schon nicht mehr hören, weil ich merke, im Endeffekt geht es dann darum, dass man dann dennoch wieder gefangen ist, indem am Ende irgendwie die Demokratie, ja, wir sind ja alle für die Demokratie, oder natürlich sind wir für die Impfung, oder natürlich müssen die Maßnahmen, muss die Sicherheit durch die Maßnahmen gewährleistet sein und so weiter. Also am Ende merkst du immer, wie du wieder gefangen wirst. Das heißt, es geht nur noch darum, und darüber haben wir ja auch mit Frank und Marc gesprochen, es geht tatsächlich nur noch darum, uns beschäftigt zu halten mit diesem ganzen Kram, von dem man uns eben einredet, es wäre sozusagen eine natürliche Entwicklung. In Wirklichkeit wissen wir, dass es umgekehrt ist. Und diese Umkehrung, die ist tatsächlich perfide. Die ist wirklich perfide, denn wenn wir lange genug... Wenn uns lange genug erklärt wird von der Welt, dass der Mensch vom Affen abstammt, dann wird das, und jetzt die Bilder, das ist das, was ich eigentlich sagen will, die Bilder gehen in beide Richtungen. Die Bilder gehen hinein und sie gehen hinaus. Und es ist eine Feedback-Schleife, wo wir das Bild permanent bestätigt bekommen. Und auch die Information, also sowohl die Emotion in Form von Bildern, aber auch der Sehnerv, das Bild, und die Information durch den Verstand. Wir bekommen es gefüttert, ja. Und wenn wir immer wieder gesagt bekommen, der Mensch stammt vom Affen ab und ist eigentlich eine niedere Spezies, der sich erst langsam aus seinem komplett bösen, niederen heraus entwickelt, dann werden wir uns so fühlen. Und wenn ich jetzt durch die Gegend gehe, dann habe ich das Gefühl, immer mehr Menschen identifizieren sich mittlerweile mit dem Affen. Sie machen die drei Affen und sie sind wie Affen, sie plappern alles nach. Also Ursache und Wirkung. Und ich hatte es angesprochen, auch in dem Blick mit Carsten, dass mir aufgefallen ist, und das kommt auch bei dem dritten Teil von Die gestohlene Geschichte bei Die Zuversicht, kommt das auch raus. Es ist alles dieselbe Zeit. Es ist dieselbe Zeit, wo was mit der Architektur, mit den Bauten zu tun hat, wo diese Weltausstellungen sind, wo etwas Altes in einer Art Freimaurer-Verbrennungsritual, Zerstörungsritual, werden Gebäude zerstört, uralte Gebäude zerstört. Uns wird aber weisgemacht, dass sie neu entstanden sind, und das bringt da sehr, sehr gut da, dass das Zerstören wird uns als der Aufbau verkauft. Das heißt also, die Umkehrung, als sie diese uralten Gebäude zerstört haben, so, da haben sie es dokumentiert mit der Fotografie, auf die ich gleich komme,
und haben so das Ganze umgedreht, so nach dem Motto, wir haben es aufgebaut, wir sind die Tollen, die es aufgebaut haben und jetzt zerstören wir es wieder, weil es wäre ja baufällig gewesen oder irgendetwas. Und es ist immer, oder es ist ein Brand. Es entsteht ein Brand und den Brand als Freimaurerritual, den haben wir immer wieder, den haben wir auch 666, ich sage jetzt bewusst 666 und nicht 1666, weil wir wissen, dass die 1 davor eigentlich die römisch 1 ist und eine andere. Also da ist der große Brand von London. Und diese Weltausstellungen, schaut euch das an von der Zuversicht, sind auch immer abgebrannt. Es hat was mit Verbrennungsritual zu tun, womit wir wieder beim Antoniusfeuer wären. Und auch heute haben wir ganz, ganz viel, was einfach abbrennt. Wir hatten gerade in Österreich den größten Waldbrand aller Zeiten in der Rax, was sie da wohl wieder geopfert haben. So, aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist, dass die Umkehrung. Die Fotografie ist in derselben Zeit entstanden, als diese ganzen Weltausstellungen geboomt haben, als auch die ganzen Psychiatrien geboomt haben. Ne? Also in der Zeit, wo wir wissen, dass in Wien sie alle beieinander waren, Hitler, Stalin, Freud, ne? Alle miteinander, Trotzki, glaube ich, war es. Trotzki, egal. Also der Kommunismus, der Faschismus und der ganze andere Schmufu. So, und da ist die Fotografie entstanden. Und ich habe es schon angesprochen in der Sendung mit dem Carsten. Was ist bei der Fotografie? Es wird eine Platte hier dazwischen getan. Und diese Platte macht ein Abbild der Welt und gaukelt es uns vor. Und dieses Abbild, es ist auch ist dazwischen geschaltet und es ist auf den Kopf gestellt, verdreht. Und zuerst hat es noch scheinbar, sage ich jetzt mal, die Realität abgebildet, aber darüber haben wir auch im Video gesprochen, dann immer mehr bis hin zu Photoshop und dass wir überhaupt nicht mehr wissen, so, was wir hier eigentlich sehen. Aber das ist sozusagen der Beweis und das ist auch bei diesen Weltausstellungen, ne, der Beweis. Und diese Verdrehung, dieses durch die Fotografie auf den Kopf gestellt, das ist das, was wir jetzt was zu bröckeln anfängt. Und jeder hat einen anderen Zugang. Das heißt also, es geht nicht darum, wenn jetzt immer diese Alternativen kommen, auch die uns erklären, oh, das ist alles eine Psyop. Ja, da kann ich euch eines sagen. Das, all das, die ganze Welt ist nichts anderes als eine einzige Psyop. Dieses Wort ist ja jetzt so ein Modewort, ne? Das nennt man dann Gatekeeper oder Psyop und dann kommen viele und sagen mir, oh, Kuh war ja eine Psyop und auf die Psyop bist du reingefallen. Gut, ich stehe dazu nach wie vor. Ich habe unglaublich viele Informationen damals über das bekommen und wer denn am Ende Recht behält, das wird nur die Geschichte zeigen. Wir sehen in der Geschichte von Jesus, ne? Das war dann so gesehen auch eine Psyop oder dazwischen. In den 2000 Jahren haben sie immer wieder sagen können, es war eine Psyop. Nun, Tatsache ist, es besteht immer noch. Ne? Wenn, dann war es eine sehr gelungene Psyop. Das heißt, wann sich etwas verwirklicht, wann etwa, ich meine, die warten seit 2000 Jahren auf ihren Messias, können auch sagen, oh, was für eine Psyop. Ja, wann etwas sich zeigt, das kann nur die Zeit zeigen. Ich kann nur sagen, ich habe nie auf irgendetwas gewartet, sondern ich habe extrem viele Informationen aus damals aus der Beschäftigung mit Kuh bekommen. Und ich weiß auch, die Monika Donner sagt mir immer wieder am Telefon, oh, da war ich ja total enttäuscht, als du dieser Psyop da Kuh aufgesessen bist. So, ich glaube, das können nur die sagen, die sich nicht wirklich intensiv damit. Es ist wie die Bibel lesen. Wenn man die Bibel oberflächlich liest, dann kann man auch sagen, oh, ist ein Psyop. Wenn du die Bibel in der Tiefe liest, wirst du erkennen, es ist, ja, es ist eine tiefe, tiefe Erkenntnis über das Leben. Und so habe ich auch die Q-Drops empfunden. Es sind Fragen, die sehr in die Tiefe gehen, die immer gültig sind, die für mich ganz, ganz viel Eye-Opener waren. Und von daher, wenn es eines, also wie gesagt, es ist alles Psyop, die ganze Welt ist Psyop. Jeder von euch ist ein Gatekeeper, logisch, weil solange wir leben, geht es darum, dass wir diese Welt entzaubern. Das heißt aber, dass wir vielleicht an einem Tag 99,9% der Täuschung aufsitzen und am nächsten Tag nur noch 99,8% und so weiter. Aber wir werden so gesehen immer Gatekeeper sein, logisch, weil solange wir leben, halten wir diesen Kanal offen. Das ist ein Gatekeeper. Und wir
Wir sind unter dem Eindruck der Sayob, denn in uns sind Bilder, die aus der Welt kommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich kann heute nur sagen, dass das von gestern heute schon wieder revidiert ist. Es ist sozusagen jeder Tag des Irrtums letzter Stand. Würde ich dieser Welt, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass wenn ich diese Welt hundertprozentig assimiliert hätte oder transformiert hätte oder erkannt hätte, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, weil dann wäre ich fertig, dann hätte ich fertig. Ne? Dann würde ich weder hier einen Blick machen, noch würde ich, glaube ich, hier noch auf der Welt unten wandeln, weil was soll ich denn da noch hier? Ich glaube, der Sinn des Lebens ist einzig und alleine, diese Welt zu entzaubern und wieder zurückzufinden. Und ja, jetzt wird es spannend, weil wenn wir jetzt von der Fotografie ausgehen, davon, dass unsere gesamte Rezeption der Welt wie ein Spiegelbild ist, wie bei der Fotografie verdreht, wo wir uns auch nicht mehr fragen, also wo es schwierig ist zu sagen, was ist uns immanent und was ist uns von der Welt reingedrückt. Und wir bekommen natürlich permanent die Bestätigung, denn die, die ihr inneres Bild nach außen projizieren, bekommen von der Welt wieder bestätigt, dass es so ist. Und das ist dann ein Kurzschluss, unter dem ja die meisten heute mit dem koronisierten Wahnsinn, ja, die haben eine felsenfeste Überzeugung, ne? Eine Doktrin. Ja, und... Ja, spannend finde ich, ich wurde jetzt angesprochen von jemandem von wegen Remote Viewing. Also dazu kann ich nur sagen, ich habe keine Remote Viewing Ausbildung und habe mich damit auch nie näher beschäftigt. Nicht näher, nur so peripher. Ich würde gerne mit dem Frank Köstler mal darüber eine Sendung machen. Das Einzige, was ich erkannt habe, ist, was ich erkannt habe, ist, dass ich etwas mache, was wahrscheinlich Ähnlichkeit mit Remote Viewing hat, aber das ist nur meine Sichtweise. Und zwar, was mache ich? Wir hatten hier die duale Welt. So, und wie können wir die duale Welt, wie können wir sie überwinden? Durch das, was nicht mehr dual ist, nämlich durch das hatten wir mit dem Carsten auch, durch Geist oder Bewusstsein. So. Geist, Bewusstsein ist nicht in diesem kleinen Verstand, ist auch nicht in diesem kleinen limbischen System, sondern Geist, Bewusstsein geht weit über das hinaus, hat sozusagen die Verbindung nach oben. So. Und indem du dich weder mit deinem Verstand identifizierst, noch mit deinem limbischen System, also mit deinem Kleinkind, was nicht heißt, dass du das bekämpfst, ne? Sondern indem du dich mit dem identifizierst, das hatten wir in dem Gespräch, und sozusagen von oben auf das Geschehen drauf schaust, erkennst du beide Welten. Und das ist, nehme ich an, also ich würde mich gerne noch mehr damit beschäftigen, aber ich nehme an, darauf läuft diese Lehre hinaus von den Zarathustra, ich habe den Namen nicht, tut mir leid, ich habe es jetzt gerade nicht parat, aber es heißt nicht Zarathustra im Original. Nämlich zu erkennen, dass du da eine Dualität hast, dass die Welt etwas anderes ist als du. Also sprich, es ist, warum berichte ich hier überhaupt von der Welt, wenn es doch nur eine Täuschung ist? Aus dem einfachen Grund, damit wir hier oben unterscheiden können. Wir können hier, wie können wir der Agent, der Fürsprecher, der Mutter, die Mutter und der Vater und der Anwalt und der Heiler oder wie ihr immer das bezeichnen wollt, von uns sein, von Ich Bin, ne? Denn das ist Ich Bin. Wie können wir das sein, wenn wir nicht wissen, was sind wir und was sind wir nicht? Du musst auch wissen, was du nicht bist, die Unterscheidung. Das heißt, dafür ist es notwendig, das hier zu erkennen, auch wenn es letztendlich eine Satanswelt ist oder aber, und das ist auch sehr, sehr schön rausgekommen, bei der Zuversicht, bei der Dokumentation, dass der Michael Ende nämlich davon redet, dass das Schwarze, das Böse, das schwarze Loch letztendlich nur so lange aufrechterhalten bleibt, solange du es mit befeldest. In dem Moment, wo du es nicht mehr befeldest, wo du daran nicht mehr glaubst, fällt es in sich zusammen. So, und das können wir nur von hier oben unterscheiden. Von hier oben kann ich immer drauf schauen, was mache ich, wenn ich Kommentare unten lese, ne, dann schaue ich mit dem Blick da drauf und dann kann ich genau erkennen, das, was mich, oder nicht nur mich, sondern vor allem euch, in diese Welt hineinzerren will, das schalte ich aus, das eliminiere ich, das sage ich danke, aber nein, danke. Ich gehe mit dieser Welt verschieden um.
manchmal gehe ich damit um, indem ich darüber schmunzel, indem ich darüber lache, indem ich darüber stehe und unglaublich souverän damit umgehe, indem ich es benutze, indem ich wie ein Surfbrett drauf surfe, indem ich es einfach da sein lasse und ignoriere oder manchmal auch, indem ich sage, so und jetzt shut up, da, in die Ecke, Schluss. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist für mich, wie ich mit den Kommentaren auch umgehe oder mit jemandem, der auf mich zukommt. Wenn ich erkenne, hier ist jemand, der aus seinem Ich Bin auf mich zugeht. Manchmal ist er dann hier im Kleinkind, manchmal ist er hier im Verstand, aber solange er dabei Respekt zeigt und nicht irgendwie irgendein Tier reitet, wird er von mir Gehör finden. Aber wenn er denn irgendetwas hier reitet, wo ich erkenne, er will mich in diese Welt ziehen, dann sage ich, okay, tschüss. Ich halte den Kanal rein. So, aber versteht ihr, hier oben ist die Instanz, die das beides betrachtet und die hier eine Unterscheidung macht. Das ist wichtig. Hier haben wir, und das ist dieser Dualismus, dass wir hier unterscheiden und ganz klar erkennen, ich bin die ich bin. Und das heißt, ich bin nicht das. Ich bin nicht das. Und damit ich das erkenne, muss ich das entzaubern. Muss. Um das zu erkennen, benötigt es die Entzauberung von dem. Und wann ich das aber mache, was ich vorhin gesagt habe, wir sind alle in der PSYOP und wir sind alle Gatekeeper. Na, hier sind wir Gatekeeper, weil wir das Gate hier offen halten und wir sind PSYOP, weil wir das hier alles noch in uns haben und nicht und so gesehen versifft und verseucht sind. Nur, das ist das, was ich auch oft gesagt habe, niemand von uns hat das Recht, jemandem zu sagen, das darfst du nicht mehr. Ob du ins Kino gehst, ob du einen Beruf ausübst, in der Bank oder keine Ahnung, oder Steuerberater oder was auch immer, ob du im Fernsehen, in den Medien bist, ob du den Fernseher anhast, ob du Fleisch isst, ob du dem allem noch auf den Leim gehst, das ist deine einzige Entscheidung. Und selbst es benötigt, dass wir es erkennen. Und indem wir es erkennen, ist es dann an uns zu sagen, so und jetzt entlasse ich es, jetzt brauche ich es nicht mehr. So, und jetzt sind wir wieder, machen wir die Schleife, gehen wir wieder zurück zu meinem Ekel. Mein Ekel ist ein ganz, ganz wichtiger Navigator durch diese Welt. Hier bin ich, aber wenn ich nach draußen gehe, zum Einkaufen oder sonst wohin, ja, dann ist mein Ekel ein ganz wichtiger Navigator. Überhaupt auch indem die Welt zu mir in den Garten oder so kommt. Ne? Wenn ich mir irgendein Video anschaue oder so und ich merke, da kommt der Abscheu oder der Ekel, dann weiß ich, oh, es tut mir nicht gut, entweder weil es das Falsche ist oder weil es zu viel ist. Das heißt, ich will meinen Ekel nicht loswerden. Es ist, wenn ich durch den Supermarkt gehe und ich empfinde Ekel, dann weiß ich, das sind nicht die richtigen Lebensmittel für mich. Ja, also das heißt, ich will meinen Ekel nicht loswerden. Nein, und ich entscheide einzig und allein, wann es an der Zeit ist. Und das ist genau bei euch. Ihr entscheidet, wann ihr die Zeitung nicht mehr liest, wann ihr den Fernseher nicht mehr auftritt, wann ihr kein Fleisch mehr isst, wann ihr keine raffinierten Lebensmittel mehr esst oder wann ihr irgendeinen YouTube- oder Telegram-Kanal nicht mehr anschaut, etc., etc. Wann ihr bei einer Information sagt, okay, das ist mir jetzt zu viel, schottendicht, ich muss hier drinnen für mich sein. Und ja, weil wir noch, das mit dem Remote Viewing wollte ich noch sagen, genau. Remote Viewing ist für mich, wenn ich es, indem ich das hier, ich habe es beschrieben mit die kleinen Kinder, die in der Kajüte spielen, okay? So, ich sage zu den kleinen Kindern, alles gut, geht's euch gut, habt ihr eure Puppen, habt ihr eure Lego, okay, gut, dann kann ich euch lassen. So, dem Verstand gebe ich irgendwelche Erbsen zu zählen, dann ist er auch glücklich, versteht ihr? Okay, dann habe ich hier Appeasement, ja, dann habe ich hier Ruhe im Stall sozusagen. Und dann schaue ich, indem das hier alles und mein Körper natürlich auch, ne, zur Ruhe, indem ich es in die Ruhe begebe, ob im Stehen, im Sitzen oder durch den Wald, das ist egal, kann ich von hier oben drauf schauen. Und jetzt ist etwas Seltsames. Also ich kann von hier oben auf beides schauen, ne, dann schaue ich von draußen. Ich kann aber auch hier ein inneres Auge in der Mitte, was von innen her, also das, ich vergleiche es jetzt mal mit einer, wie nennen wir das, endoskopische OP, oder nennt man das, wenn du die kleine Kamera reinführst. Ne? Also du kannst entweder von draußen raufschauen, damit du dir einen Überblick verschaffst. Das wäre die Kamera, die hoch oben über den Wolken positioniert ist oder auf einem Kran und von oben drauf schaut. Du kannst aber auch die Kamera in deinem Körper positionieren, ne? So wie eine endoskopische Kamera. Und dann kannst du von innen her das Ganze anschauen und dir einen Überblick. Und wann immer ich ein Problem habe, ja, nehmen wir jetzt mal
weg von unserem Körper. Nehmen wir mal einfach, ich habe ein Problem. Darüber haben wir mit Carsten gesprochen. Ne? Ich habe ein Problem und normalerweise würde es nur einen Ausgang geben für diese eine Linie. Das ist diese lineare Zeitlinie für ein Problem. Es gibt nur alles oder nichts oder ja oder nein oder schwarz oder weiß. So, und ich weiß aber, das Problem ist vielschichtiger. Dann mache ich eins, ich mache nicht nur das Gegenteil, also nicht nur verdrehte Welt und ich schaue das Gegenteil an, denn das wäre auch wieder zu kurz gegriffen. Denn manches ist im Totenwinkel, manches ist im Rücken, manches ist genau da, wo du eben sagst, nein, niemals, nie. Also kurzum, ich schaue, dass ich wirklich diesen 360-Grad-Blick habe, indem ich das Problem von, wie mit einer inneren Kamera, und jetzt sind wir beim inneren Sehen, und das ist der springende Punkt, weil hier ist das äußere Sehen, was immer gebannt auf die Welt starrt und von der Welt sich die Antwort erwartet. Und vor lauter Welt, die in uns eindringt, und das ist mein Ekel übrigens, ne? So viel Welt, die in mich eindringt, jeden Tag, dass ich einfach immer wieder merke, es wird immer weniger, was ich noch reinlassen kann. Ich muss bei immer mehr sagen, stopp, stopp, raus, raus, raus. Und das ist der einzige Grund, warum ich auch nicht will, dass man mich privat kontaktiert oder irgendwie sonst was. Weil ich einfach nicht so viel Welt vertrage, versteht ihr? Da kriege ich das Kotzen. Das heißt, ich muss die Welt außen vor lassen, Schotten dicht, immer wieder Schotten dicht. Und dann habe ich einen inneren Blick und kann von dort aus von allen Seiten es betrachten. Es ist das innere Auge. Es ist das innere Auge, das frei ist von äußeren Bildern, die da hinein manipuliert wurden. Und da nehme ich das wie so ein trojanisches Pferd, ne? Wurden die Bilder, wurden die Informationen alle in uns hinein gebeamt, platziert, gehackt, wie mit einer Angelhaken oder so weiter. Ne? Das sind die Bilder. Aber darüber werden wir, denke ich, dann noch viel reden, sei es in der Zweier-, Dreier-Runde oder in einem Vortrag. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen abholen. Und ja, ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zuwendungen. Ich muss sagen, also irgendjemand hat mich nach meinem Geschäftsmodell gefragt. Das war eine dumme, dreiste Frage. Wie ihr wisst, schalte ich hier keine Werbung. Das mache ich bewusst, weil die Werbung löst bei mir genauso was aus. Ich bin in einem anderen Raum, schaue mir was an. Auf einmal kommt Werbung und mir kommt das Kotzen. Ich würde euch niemals zumuten, hier Werbung zu platzieren. Und das heißt, ja, tatsächlich würde ich mit meiner kleinen Rente nicht über die Runden kommen, wenn ich nicht Zuwendungen bekäme. Und von daher, das ist kein Geschäftsmodell, denn jeder kann meine Videos, meine Blicke sehen, muss überhaupt nichts dafür zahlen, und das ist mir wichtig. Und ich bedanke mich bei denen, die mir, sei es Geschenke oder Geldzuwendungen, zukommen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, habt einen schönen Sonntag.